Herzliches Welcome zu einem neuen Video. Also es gibt ein paar schöne Kleinigkeiten, die euch jetzt hier erwarten. Wir gehen in Trier gleich noch einen Kaffee trinken. Nicht immer so, was heißt gleich, wir gehen morgen einen Kaffee trinken. Gerade sind wir in Eschernach am See und trinken hier einen Kaffee, weil Dave Urlaub hat. Ja, wir sind nur am Kaffee trinken, aber egal. Worum es eigentlich geht, ist Project X. Also Leute aus meiner Story, ihr wisst wahrscheinlich, es gibt so ein Projekt, an dem ich jetzt seit ein paar Monaten arbeite. Und da ist jetzt ein großer nächster Step, der jetzt ansteht am Wochenende. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen was davon mitnehmen können, ohne zu viel zu verraten. Und dann bekommt ihr die ersten Insights in dieses Projekt. Ha? Ich bin voll in die Schwanenkacke getreten. Ich sitze hier und habe mir einen Kaffee bestellt. Wir probieren ein neues Kaffee aus. Ich werde von einer Wespe attackiert. Das macht mich fix und alle. Aber der Kaffee ist gut. Wir hatten in Aachen immer einen Kaffee, wo wir besonders guten Kaffee getrunken haben. Und hier, wo wir mittlerweile wohnen, haben wir noch kein perfektes Kaffee gefunden. Aber das kommt nah dran. Kurzer Location-Wechsel. Wir sind jetzt zwischenzeitlich ja zu meinen Eltern gefahren. Wir haben Hottiman da abgegeben, weil es finally weitergeht mit Project X. Wir gehen über in den nächsten Step. Ja, wir sind auch fast an der Location. Wir haben jetzt gerade einen kurzen Zwischenstopp gemacht bei Edeka. Wir haben uns erstmal ein bisschen Verpflegung geholt. Also, ich habe mir einen Kefir geholt, ein bisschen Eiweiß und ein paar Fetts, Fettiglange. Und fragt mich nicht, was das für ein Craving ist, aber Pfirsiche. Ich wollte Pfirsiche. Und wir haben uns für später so eine Bowl geholt. Die gab es da im Angebot. Eine für Dave, eine für mich. Das ist unsere Verpflegung jetzt für den Abend. Ich habe auch noch ein Flexpresso dabei für die reinen Protons, Dave und Isoclear und ein paar Proteinriegel, Designerbärchen und so. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir euch die ein oder andere Insight gleich mitfilmen können, Leute. We'll see! Also die nachfolgenden Szenen sind dann jetzt behind the scenes, aber noch top secret. Also ich darf leider noch nicht so viel dazu sagen, aber steht tuned. Bald werde ich dazu mehr sagen können und ich freue mich drauf. Mit in die Hose. Ich sag's euch, wie es ist. Aber es geht jetzt gleich los. Ich denke, anhand des Setups könnt ihr vielleicht erahnen, worum es geht. Ich habe mir sehr viele tolle Notizen gemacht und das versuchen wir hier jetzt irgendwie umzusetzen. Und ich bin nervös wie ein kleines Kind, aber das ist okay. Ja Leute, it's officially day 2. Wir sind jetzt hier bei der Location. Ich poste euch jetzt gleich als nächstes mal so eine kleine Roomtour rein, dass ihr mal seht, wie es hier so aussieht. Ich trinke jetzt gerade noch mein Käffchen und dann geht es hoch und Abfahrt. Ich sag's euch, es ist so warm. Und das Airbnb, wo wir hier jetzt drehen, das hat keine Klimaanlage. Ich glaube, ich werde so krass schwitzen. Aber egal, ich denke, die Mühe wird sich lohnen. Ich bin ein bisschen nervös, genau wie gestern, aber es ist weitaus weniger schlimm. Drückt mir die Daumen, dass heute alles einwandfrei klappt und dass es vielleicht nicht ganz so spät wird. Aber nachher geht es auf jeden Fall noch ins Gym, da müssen wir auch noch weiter ein bisschen was filmen und ja, das ist der Tag heute. Roomtour incoming und ich guck mal, ob Dave wieder ein paar kleine Einblicke für euch mit einfangen kann. Zwei Stunden später. Offiziell zu Hause, meine Lieben. Oh Gott. Wir haben heute noch so lange gedreht. Wir waren einfach bis genau 6 Uhr dran, also wo wir quasi gezwungenermaßen aufhören mussten bei der Location, bei dem Gym, weil dann halt das Gym eröffnet hat und ich bin so fix und alle. Ich bin froh, wenn ich wieder meinen normalen Schlafrhythmus habe. Also ich bin ja grundsätzlich eine Eule, ich kann ja gut lange wach bleiben, aber die letzten Tage haben echt meine Grenzen gefordert, aber ich hoffe schlussendlich, davon gehe ich mal fest aus, würde es das natürlich wert gewesen sein. Was dabei rauskommt, ihr wisst, ich darf immer noch nichts sagen, auch wenn ich eigentlich so gerne alles erzählen würde, aber es dauert halt leider einfach noch ein bisschen. Ich versuche jetzt, mich einen Moment irgendwie zu entspannen. Problem ist, ich weiß nicht, wie viel Schlaf ich hier jetzt kriege. Mal gucken, wie gut ich zur Ruhe komme. Aber die nächsten 2-3 Tage heißt es auf jeden Fall Fokus, Schlafrhythmus wiederkriegen.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Mein Energielevel ist noch so, aber ich habe auf jeden Fall Lust auf meinen Tag und ich freue mich auf meinen Tag, vor allen Dingen, weil so gutes Wetter ist. Obviously, ich bin gerade mit Horst draußen und dann geht's für mich und Dave ab nach Hause. Für mich und Dave. Dieser Egoismus-Move für Dave und mich natürlich. Und Schnorsi natürlich ab nach Hause. Und dann gucken wir mal, was wir so machen. Ich denke, wir werden morgen wieder ins Training gehen. Einfach noch einen Tag mehr Rest vom Energielevel her. Vielleicht gehen wir auch spontan nachher ins Training. Ich weiß es gerade noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall jetzt erstmal der Plan. Ab nach Hause und dann gucken, wie wir heute den Tag nutzen können. Das ist jetzt Daves letzte Urlaubswoche und da wollen wir noch ein bisschen was draus machen. Ich nehme euch auf jeden Fall wieder mit. Day after the Dreh sind wir jetzt in Luxemburg-Stadt. Teilen euch auf jeden Fall ein paar Einblicke zu dem Dreh. Wir dürfen leider, also ich darf leider noch nicht so viel dazu sagen, aber ihr könnt ja mal in den Kommis raten, worum es dabei vielleicht geht. Und bald kann ich euch da mehr berichten. Ich hoffe auf jeden Fall, die Einblicke haben euch gefallen. Und ich hoffe jetzt gleich kriegt ihr auch noch ein paar gute Vibes von Luxemburg City. Ist das nicht schön, dieser Park hier? Das ist doch die pure Idylle, oder? Leute, wir haben eine mega moderne Stadt und mitten in dieser Stadt ist einfach Wald. Wald! Ich bin Anna und ich mag Wälder. Ganz schön schön. Ja, ich bin ein bisschen miss warm. Erstmal Eis bei der Hitze. Kokos und Pistazie. Beste Leben. Es wird noch heißer. Voll.